Einiges muss ich hier nicht wiederholen, aber die Studie berichtet tatsächlich nicht viel Neues. Interessant für uns in Bremen ist tatsächlich die Lesekompetenz von 9-Klässlern, hängt hier am stärksten vom sozialen Status der Eltern ab. Und so ersieht die Studie, dass Schülerinnen auf prekären Verhältnissen mit ihren wohlhabenden Klassenkameraden ungefähr 2 Jahre hinterher sind. Die Konsequenzen, die die CDU an dieser Stelle aber daraus zieht, gehen an der Sache vorbei. Zum Leistungsgedanken hat der Kollege Dünger schon was gedacht, aber auch eine Forderung, die Sie in den letzten Wochen erhoben haben, nämlich die Forderung nach Erhebung eines Zentralabiturs, löst die fehlende Durchlässigkeit nach oben eben gerade nicht. Wenn in Gröblingen nach wie vor nur 15% der Schülerinnen das Abitur machen, dann ändert daran auch die Einführung eines Zentralabiturs nichts. Die Voraussetzungen für eine höhere Abiturquote in ärmeren Stadtteilen müssen nämlich früher geschaffen werden, in den Kitas, in der Grundschule und in der Sekundarstufe 1. Nun kann man an dieser Stelle viele Gründe dafür nennen, dass Bremen in wohlhabenden Stadtteilen fast 3-mal so viele Schülerinnen hat, die das Abitur machen, als in ärmeren. Da kann ich zum Beispiel an erster Stelle mal den Personalabbau der vergangenen Jahre nennen, für den die CDU maßgeblich mitverantwortlich war, nämlich zu Zeiten der Großen Koalition, wo in dem Bereich am meisten Personal abgebaut und am meisten Lehrerstellen gestrichen. Man kann natürlich auch immer noch unsererseits die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems diskutieren und vor allem die ungenügenden Mittel im Bildungshaushalt. Aber ich will mich auf etwas beschränken, nämlich die Studierenden, die auch Lösungsmöglichkeiten, die konsequente Sprachförderung in Ganztagsschulen. Deswegen ist es angezeigt, diese beiden Felder sich hier mal genauer anzugucken. Denn bei allem guten Willen, den meine Vorredner, die beiden letzten eben genannt haben, der Ausbau der Ganztagsschulen stockt natürlich. Für gebundene Ganztagsschulen mit vernünftiger personeller Ausstattung ist nicht genügend Geld da. Der Ausbau erfolgt unter anderem seit Jahren über die personelle Ausstattung der Stadtteilschulen. Das gibt sogar die Senatorin zu, schließlich will sie die bestehenden gebundenen Ganztagsschulen irgendwann in dieser Legislatur besser mit zusätzlichen Stunden ausstatten. Das Programm Geld statt Stellen, im Übrigen auch eine Erfindung der Großen Koalition unter tatkräftiger Unterstützung der CDU, zeigt hier seit Jahren negative Wirkungen. Die Koalition hat ja im Sommer beschlossen, mehr Ganztagsschulen einzurichten. Das Geld dafür hat die Bildungssenatorin leider nicht in ihren Haushalt eingestellt bekommen. Dazu stehen die sogenannten Schwerpunktmittel zur Verfügung, aber die müssen, wie wir alle wissen, auch mindestens noch für den Ausbau der U3-Betreuung und eigentlich auch noch für die Sprachförderung herhalten. Das Ergebnis hat vor ein paar Wochen die Öffentlichkeit in Bremen bewegt. Der Koalitionsvertrag um die Einführung der offenen Ganztagsschulen ist ein Resultat der Auseinandersetzung gewesen. Es gab und gibt unterschiedliche Kritikpunkte an den offenen Ganztagsschulen. Ein fehlendes pädagogisches Konzept, die fehlende Verlässlichkeit, aber vor allen Dingen die fehlende Rhythmisierung des Unterrichts. Ich gehe davon aus, dass genau diese Kritik auch in den verschlossenen Türen der Regierungsfraktion geäußert worden sind. Auch die Senatorin räumte ein, dass sie den Ganztagsschulausbau lieber anders lösen würde. Und herausgekommen ist jetzt der Kompromiss, 12 offene Ganztagsschulen werden eingerichtet und die gebundenen peu à peu nachgerüstet. Aber immer noch gibt es gerade in ärmeren Stadtteilen viel zu viele Halbtagsschulen. Und letzte Woche kam von grüner Seite die Verlautbarung, bessere Ausstattung für bestehende Ganztagsschulen statt Einrichtung neuer offener Ganztagsschulen. Bei der besseren Ausstattung sind dagegen wir mit, was die Verzögerung der Einrichtung neuer Ganztagsschulen angeht, sagen wir nein. Chance verpasst auch im Sinne der Bertelsmann-Studien für mehr Chancen, gleichzeitig im Bildungssystem zu sorgen. Kommen wir zur Sprachförderung. Es gibt in Bremen eine große Anzahl von Projekten. Zum Teil sind sie im Sozialressort eingesiedelt, zum Teil bei der Bildungsresenatorin. Manche Projekte laufen über Träger wie den DRK oder das Paritätische Bildungswerk. Manche sind über die EU oder den ESFQ finanziert. Sie heißen oder hießen Mama lernt Deutsch, Rucksack in der Grundschule, Hippie, Fit Eltern und auch die Sommercamps, die Herr Dünger angeführt hat, laufen darunter. Unterstützung gibt es auch von Stiftungen über den Staatsstipendium. Viele dieser Projekte sind sicherlich sinnvoll, aber es gibt ein dickes Problem dabei. Sie sind selten verzahnt, sie laufen regional an einigen Schulen oder an einigen Kitas und müssen, wenn sie kofinanziert sind, im dritten Jahr auf Weiterlaufen warten und sind eben auch nicht in festen Stellen hinterlegt. Weder im Sozialressort noch in der Bildungsbehörde. Es gibt mit Sicherheit Vorkurse für Migranten, die in die Schulquere einsteigen müssen und auch bis zur Sekundarstufe 2. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal ausdrücklich hervorheben. Es gibt auch den muttersprachlichen Unterricht, der fest in der Bildungsbehörde angesiedelt ist, aber auch die konsularische Vertretung. Aber Sprachförderung muss
durchgängig von der Kita bis zum Schulabschluss laufen und sie ist nicht nur für Migranten erforderlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie muss mit festen Lehrerstunden verlässlich über Jahre stattfinden. Das alles ist unter bestehenden finanziellen Voraussetzungen des Ressorts nicht gegeben. Die Einbeziehung von Eltern über regionale Quartiersbildungszentren wäre nämlich auch unabdingbar, wenn es Chancengleichheit geben soll. Denn eins lässt sich in Bremen nicht wegdiskutieren, die Bildungsbenachteiligung von Migranten in Bremen. Wenn man sich das Verhältnis der Schulabgängerzahlen untereinander mal anguckt, sind Migranten fast überall doppelt bis dreifach benachteiligt. Besonders krass wird das bei der Ausbildungsbeteiligungsquote, was allerdings auch nicht nur in Frage stellt, wie die erworbenen Bildungsabschlüsse gewertet werden, sondern aber vor allen Dingen auch immer noch auf eine starke gesellschaftliche Diskriminierung hinweist. Natürlich gibt es zwei Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten trotz des zweigeregelten Schulsystems, also dem Nebeneinander von Oberschulen und Gymnasien, den Bildungserfolg sichtbar von sozialer Herkunft zu entkoppeln. Der Ausbau der Ganztagsschulen, der oft genannt wird, kleinere Klassen, zweite Kraft in den Grundschulen, durchgängige Sprachförderung auf den Kitas, kleinere Gruppen in den Kitas, zweite Kraft in den Kitas. Nee, ich habe ja gar nicht eingestellt. Kann ich alles heute wieder sagen? Ja, nein. Der Mutterschwarze und Mutter mit allen relevanten Strafen auch an andere Fälle, die man immer schon hat. Nee, ist auch keine Kritik. Also ich habe nur gedacht, dass du das machst. Nein, das schaffe ich heute nicht. Also hätte ich eine, also ihr so, dann hätte ich ihr eine, dann hätte ich das per E-Mail sagen können. Vorkommende, häufig vorkommende Erststrafen auch als bilinguale Angebote an den Schulen einzurichten. Es ist wichtig, die Zusammenarbeit mit den Eltern zu verstärken und mehr Strafen durch Personal einzustellen. Ich bin sicher, vieles von dem, was ich hier gerade eben aufgelistet habe, findet auch die Zustimmung der beiden hier anwesenden Senatoren. Allein es fehlt am lieben Geld. Und das ist genau das Problem. Solange der Senat nicht bereit ist, die Versprechung des Dresdner Bildungsgipfels zu erfüllen und 10% des Bruttoinlandsproduktes für Bildung bereitzustellen, wird sich nicht viel ändern. Aber auch das an die Stelle der CDU. Hier müssen wir dringend über das Kooperationsverbot reden. Und es ist genau Ihre Partei, die da im Bund der größte Verhinderer ist. Danke.